Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, das war's. Willkommen zurück. Hier ist nach wie vor nichts. Ich höre da irgendein Rauschen. Wenn ich da hinschaue. Ey. Oh, das wollte ich nicht. Hey, was machst du da? Hör auf zu treten und greif einfach an. Oh, Double Kill. Nice. Gut, da ist ja nichts. Der Typ da hinten, der macht nichts. Ich will auch nicht gegen ihn kämpfen. Typen hier. Nee, komm. Ich lasse die mal. Bestimmt Gang war ja auch nichts. Dort war nichts. Hier war nichts. Ach ja, stimmt, hier war ich schon. Halt, das habe ich ja ganz vergessen. Kann ich dich widerrufen? Oder bist du tot? Final tot, finito. Nee, da war ja das. Da ist das Loch, genau. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ist da irgendein Gang oder so? Da oben. Da ist was. Aber ich sehe hier keinen Weg nach oben. Muss ich irgendwie rüberspringen oder so? Nee. Nein. Ja, nichts mehr. Hier war nichts. Gut, also folgendes. Ich vermute mal, um da hochzukommen, muss ich da den Gang weiter, wo der Hexenweise war, da wo ich die Missionarin gefunden habe. Mit dem Typen und dem Käfig auf dem Rücken mit Fleisch drin. Ja. Bevor ich dahin gehe und gleich am Lagerfeuer vielleicht mich umschaue, ausruhe, gehe ich nochmal hier hin. Weil sonst muss ich wieder an der Krabbe vorbei. Eventuell alleine das. Oh. Weiß ich. Er auch nicht. Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht die Kristallechse ist, und wer bist du? Du bist sicherlich ein Gegner. Was hat dieser Schild für eine Stabilität? Für eine Haltung? 50. Der hier? 48. Oh. Hat sogar eine bessere Haltung. Aber ich glaube, da eine Lothric-Ritterschild, der hier hat eine bessere Haltung. Jawohl. Aber das ist zu schwer einfach. Ich versuch's mal mit dem hier. Und da liegt eine Menge gut. Ich glaube, ich will erstmal da lang. Ich glaube, ich will jetzt wieder zurück.
Was sind das für Schritte, die ich höre? Ist das daneben hinter der Mauer? Ja, das ist ein Gegner. Ach, der dreht sich einfach in meine Richtung. Okay. Was ist hier oben? Ach, jetzt hat er sich weggedreht. Oh! Söldnerhelm, Söldnerrüstung, Söldnerstufen, Söldnerhose. Oh. Okay. Dann lese ich mal das vor. Für die, die es interessiert. Ein mit grobem Stoff Mann. Ein mit grobem Stoff verflochtener Metallhelm, der den Widrigkeiten des Schlachtfelds und langer Reisen gleichermaßen standhalten kann. Trotz seiner Bauart ist er leicht und bildet einen guten Mittelweg zwischen Schadensminderung und Masse. Oh, tatsächlich. Naja, ich weiß ja nicht. Wasser hat auf jeden Fall eine gute. Hier Söldnerrüstung. Trotz ihrer. Ach so. Ja, okay, da steht genau das Gleiche drin. Hä? Oh, der ist tatsächlich ein bisschen schwerer, aber auch ein bisschen besser. Okay, ich zieh den mal an. Und die Söldnerstulpen. Die sind tatsächlich einfacher, aber geben mehr Resistenzen und dafür weniger Absorption. Kämpfer, die häufig Schilde verwenden, verringern ihre Last, indem sie nur an einem Arm eine Stulpe tragen. Ja gut, ja. Wer mit dem Schild verliert, hat man einen Arm, dass er verwundbar ist. Söldnerhose, was steht da? Die Stoffhose und die Lederstiefel wirken eher unscheinbar, sind aber solide und erlauben ein hohes Maß an Beweglichkeit. Sie halten den vielen Widrigkeiten auf Schlachtfeldern und langen Reisen stand. Das wiederholt sich ja. Naja, einfacher ja, aber nicht so gut. Tatsächlich ist das ein gutes Mittelmaß mit den Hosen, die ich gerade habe. Die ist nicht schwer, aber auch ja besser als die leichte Hosenkleidung hier. Okay, wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Oha. Den Ritter dort lasse ich mal. Ich möchte noch nicht dort weitergehen. Oder will ich das? Nein, dann verliere ich ja meine Seelen. Nee, 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 nee. Erstmal gehe ich zurück zum Lagerfeuer und da hoch. Ja. Hier ist wieder Sumpf. Da liegen Pfannkuchen, Echsenpfannkuchen, sage ich, Krabbenpfannkuchen. Ich gehe mal hier hin und reise dahin. Reisen. Hier gibt es ja auch schon wieder fünf mittlerweile. Ja, Kristallweiser, genau. Oh, Teleportation. Oh. Jetzt interessiert mich, ob der Typ eigentlich wieder da ist. Hey.
Kann ich ihn wieder heraufbeschwören oder ist er ganz tot? Und man hat nur eine Möglichkeit, ihn zu bekommen. Denkt nicht mal dran. So. Oh. Nein, der ist scheinbar ganz tot. Okay. Gut zu wissen, dann werde ich beim nächsten besser aufpassen, den ich bekomme. Schade, aber naja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Da hat schon deinen Beitrag geleistet. Aha, da ist der Typ wieder. Kuckuck, hallo, hallo. Ey, ey, ey. Und ich habe zwei auf mich aufmerksam gemacht. Mamma mia. Mamma mia. Hau ab, hau ab, hau ab. Strategischer Rückzug. Ich weiß nicht, wohin es geht. Hilfe, ich sehe nichts, ich bin ja fast blind. Dammit! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Mehr aufpassen, Junge! So, jetzt kann ich mal... Bum, 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 ja, ja, ja. Okay, mein Fehler. Oh, was hast du? Noch eine Großmachete, ja, hey. So. Da ist die Ruine. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ja, komm. Ey, ich sag dir, wegrollen. Wegrollen? Hallo? Was hast du hier? Oh, Heroldshelm, Heroldsrüstung, Heroldshandschuhe, Heroldshose. Ui. Na, mal gucken, was ich hier jetzt habe. So, Herold. Es heißt, dieser Stahlhelm wurde von den Herolden des Weißen Vaters getragen und Überbringern dienstlicher Nachrichten. Stelle nach Schutz mindert physischen Schaden hervorragend, ist aber anfällig für stumpfe Stöße und Blitzschaden. Okay. Bist du denn besser eigentlich? Du bist ein bisschen schwerer, aber besser, ja. Ich zieh dich mal an. Oh, die Rüstung sieht nicht schlecht aus. Da steht genau das gleiche. Oh, und leichter. Und besser. Ha. Huh. Die sind recht schlicht, aber für lange Reisen gut geeignet. Mhm. Die sind aber ein bisschen schwerer, aber besser. Okay. Heroldshose. Das heißt, diese wattierte Hose wurde von den Herolden des Weißen Pfades getragen und bla 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 bla.
Das gepolsterte Material ist effektiv gegen Schläge und ergänzt herkömmlichen Stahlschutz daher sehr gut. Okay. Und wie sieht es jetzt aus? Irgendwie sind wie so ein Milchbubi, habe ich das Gefühl, so von hinten. Ah ja, ein gespaltener Umhang, wenn man zu Pferde reitet. Okay, aber jetzt gibt es hier keine Pferde. Ich merke gerade. Die Brücke ist irgendwie sehr verdächtig. Ich merke gerade, wenn ich hier sterbe, sind meine Seelen. Ich habe gespeichert, warum habe ich ge. Oh! Hey, jetzt schon? Okay. Ich weiß nicht, wohin ich eigentlich hin. Kathedrale des Abgrunds. Wohin ich eigentlich überall hin muss. Also bin ich hier richtig, bin ich hier falsch? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon darunter will. Wer bist denn du? Noch ein NPC. Was? Was? Boah. Wo kommt der denn her? Oh, hey. Hey. Wo? Hä? Hast du gerade wieder getreten? Ey, ne? Manchmal. Manchmal echt, ne? Oh. Ach, komm schon, Leute. Jetzt verstehe ich, warum da. Das Lagerfeuer ist. Jetzt hau aber mal ab. Gut, das war der erste und der ist der passiv auch schon fast tot. Okay, so viele NPCs hier. Was hast du? Spinnenschild. Ah ja. Hoch, hier ist ja ein Weg. Oh. Den hätte ich fast übersehen. Aber wo kam der zweite eigentlich her? Hat er sich unsichtbar gemacht? Gehabt? Hat er eigentlich auch was getroppt? Nein, ne? Nö. Gut, Spinnenschild. Na, mal gucken. Haltung 56. Oh. Ein Schild, in dem das Bild einer großen Spinne radiert wurde. Radiert? Aha. Die Kontra. Schilde wie dieser werden häufig von wilden Bergbanditen benutzt und bieten hohen Schutz. Und bieten hohen Schutz. Ey. Gegen Gift. Nein, das tut er nicht. Fertigkeit, Waffenfertigkeit. Okay, ich wurde also von Banditen überfallen, während ich als Herold, Nachrichtenüberbringer dieser Welt unterwegs war. Und was hast du? Großaxt. Asche eines Paladins. Oh, noch mehr Asche. Halt, das ist ein Gegenstand hier. Ist das ein Schlüsselgegenstand? Ja. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Wait. Was? Das ist ja ein Arm. Mit einem Amulett in der Hand. Mann, 20 Minuten schon. Habe ich wieder so eine extra lange Folge? Ich weiß nicht.
Hier sind überall Blumen. Ist das Marihuana? Ich glaube nicht. Hier sind Gegner, die ist. Aha! Ich wusste es. Gegner, die sich verstecken. Huch! Aha, ich wusste es. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so frei ist. Aha. Hey. Was ist das? Ich mag es nicht. Da ist noch ein Hund. Ja, wow, 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 wow. Who let the dog out? Hey, oh, oh. Ich wollte eigentlich ausweichen rollen, aber okay. So, was hast du hier? Eine Waffe? Nein, große Seele eines unbekannten Reisenden. Das sind, glaube ich, diese grünen Blüten, die es hier überall gibt. Aber gut, die Verteidigung hätte ich erfolgreich infiltriert. Noch ein Friedhof. Na, super. Ach, das ist eine Fackel, oder? Nein, hatte gerade das Abgrund. Was macht... Was zum... LOL! Okay. Ich dachte, das ist ein Pyromant und deswegen... ne, hier hat er eine Flamme in der Hand. Okay, was ist jetzt hier? Seid ihr mir böse, wenn ich... Es geht hier so verwinkelt weiter. Ich habe echt keine Ahnung, was ich zuerst hier machen muss. Lasst mich raten. Ihr attackiert mich, wenn ich das Ding hier klaue, oder? Ah, alles klar. Ich muss euch attackieren, um das Ding zu klauen. Na gut. Sorry. Ich wusste es. Ha. Das hat doch ganz gut geklappt. Esso-Scherbe, yay. Was ist hier? Tür? Noch was? Irgendwer, der mich umarmen will? Oh. Oh, das sieht aus, als könnte man das looten. Kann man aber nicht. Okay. Ich drück noch nicht, ich schau nur.
Bevor ich dahin gehe, sollte ich zurück zum Lagerfeuer gehen. Ich glaube, ja, 25 Minuten. Also, wir wissen ja jetzt, wie es hier aussieht. Dieses Level dient scheinbar dazu, um in 13 verschiedene Richtungen oder Spielabschnitte zu führen. Ach, der Hund ist tot. Der bewegt sich nur, okay. Mann, ich hatte gerade kurz Mitleid, weil das Alter so aussah, als würde er noch leben und sein Herrchen betrauern. So, ja. Sehr traurig. Wimpernd. Wimpernd? Keine Ahnung. Okay, also in der nächsten Folge level ich eventuell ab. Nein, nächste Folge obligatorisches Zeug. Ich habe ja wieder so ein Dings, ne? So eine Asche eines Paladins diesmal. Ich habe eine neue Estus-Scherbe. Und ich glaube, ich mache dann nach dieser Folge eine kurze Pause und informiere mich mal, in welche Richtung ich jetzt eigentlich hin sollte. Ja, und bis dahin, tschüss, ich hoffe, ihr hattet, naja, Spaß, ich weiß nicht, gute Unterhaltung, habt die Zeit vergessen oder so, keine Ahnung. Ja, und bis zum nächsten Mal mit obligatorischem Zeug, das heißt einer längeren Folge. Yay! Und tschüss.